Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was in der Gesundheitsszene meiner Meinung nach ziemlich vernachlässigt wird, auch in der Rohkostszene traurigerweise. Und das Thema ist halt die Sport und die Bewegung, was halt sehr essentiell ist, auch für Rohköstler oder allgemein gesund zu bleiben. Und da möchte ich einfach mal in dem Video euch erklären, warum ich das so sehe. Und auch wieder ein bisschen mit der Mangelernährung, Nährstofftheorie und sowas auch wieder ein bisschen dazu mein Statement geben. Wer rastet, der rostet. Und ich denke, viele von euch kennen dieses Sprichwort. Und wenn man sich unsere heutige Gesellschaft anschaut, dann ist auch sehr vieles Wahres dabei dran. Und ich würde auch sagen, dass der heutige Bewegungsmangel oder dieser Sportmangel zu einer Volkskrankheit von uns geworden ist, von uns Menschen. Wir sind einfach Bewegungstiere, wir haben einen Körper, um uns einfach zu bewegen. Und in unserer heutigen Gesellschaft schaut es ja mehr oder weniger so aus, dass wir dann 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden am Tag vorm Rechner sitzen, an irgendeiner Arbeit, in dunklen Räumen, uns kaum bewegen. Und auch in der Freizeit, ich auch sehr viele Leute kennen, die sich nur unzureichend bewegen oder vielleicht nur eine halbe Stunde lang joggen und vielleicht nicht dieses ganze Bewegungsmaß oder dieses Bewegungsspektrum ausnutzen, was der Körper auch zur Verfügung hat bzw. auch benötigt, um fit und gesund zu sein. Das heißt ja nicht nur, dass man seine Ausdauer trainiert mit Joggen, Laufen oder Sprinten, sage ich mal, oder Radfahren, sondern dass man auch eine gewisse Art von Krafttraining auch macht, damit man seinen Körper ein Ganzkörpertraining sozusagen macht, also seine Arme trainiert, seine Beine, seinen Bauch, seinen Rücken, alles Mögliche halt. Warum ich halt auch sehr viel Kraftsport halt mache, weil es halt auch mir hilft, im Garten Sachen einfacher zu machen oder auch zu heben. Und auch ein wichtiger Punkt sind Dehnübungen auch zum Beispiel, damit halt einfach die Faszien und die Bänder nicht verkleben und auch mit beansprucht werden, damit man sich auch fit und vital einfach fühlt. Und das sehe ich halt auch, dass viele, auch in meinem Alter oder auch im älteren Jahrgang, zum Beispiel bei mir im Tai Chi, sehr viele Probleme im Rücken haben oder mit ihren Bändern. Dann kommen immer solche Sachen, wenn sie mich sehen, wie weit ich zum Beispiel runterkomme bei den Dehnübungen, dass sie dann solche Ausreden sagen, ja, ich wäre ja jung und das wäre deswegen nicht so schwer, was ja auch wieder falsch ist. Es ist einfach nur alles Training. Aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel meinen Zwillingsbruder anschaue, wenn ich ihm solche Dehnübungen machen lassen würde, der wird bei weitem auch nicht so weit runterkommen wie ich zum Beispiel. Also das heißt, es ist auch wieder eine Art von Üben und Training und es benötigt natürlich auch wieder sehr viel Zeit und Engagement, das auch durchzuziehen. Natürlich nicht nur die Dehnübungen benötigen Zeit, Investment und Durchhaltevermögen, sondern natürlich auch der ganze Kraftsport. Also wenn ihr zum Beispiel in einem Verein spielt, natürlich da auch, muss man die ganze Zeit ständig dranbleiben, üben und auch geduldig sein. Und was ich halt auch nochmal zusätzlich mache, neben meinem Krafttraining, neben meinen Dehnübungen, was ja auch wieder alles ineinander geht, ich mache ja Kampfkunst, Tai Chi, und da übe ich auch nochmal jeden Tag so 2 bis 3 Stunden, je nachdem, was ich heute am Tag alles zu tun habe. Und da übe ich nochmal meinen ganzen Körper. Das ist ja auch, wenn man es richtig macht, ziemlich anstrengend, aber ich übe dann mal zusätzlich mein Körpergefühl, was für mich auch sehr wichtig ist. Aber allgemein, das sind halt solche Tätigkeiten, die halt, wie gesagt, sehr viel Ausdauer, Disziplin benötigen, Durchhaltevermögen. Das bringen halt sehr viele Leute bedingt an den Tag. Also klar, manche haben vielleicht noch eine Arbeit, haben Familie, haben Kinder und alles Mögliche. Ist halt alles so, wie es ist, aber es gibt halt trotzdem auch Leute, die das trotzdem alles irgendwie unter den Hut bringen und genug Sport machen können. Und man kann auch flexibel sein oder kreativ, man muss jetzt nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, man kann ja auch zu Hause sich irgendwas aufbauen. Man kann ja während der Fernseher, wenn da die Werbung läuft oder bei einem YouTube-Video mal 10 Minuten kurz Pause machen, da Liegestützen, Kniebeugen oder sonst irgendwas machen. Also bei kurzen Unterbrechungen, die man ja sowieso erdulden muss oder bei Wartezeiten. Ich habe zum Beispiel auch mal auf dem Parkplatz, auf dem Edeka auch mal meine dynamische Dehnübungen gemacht, weil ich halt auf meine Eltern warten musste und da dachte ich mir so gut, dann tust halt nebenbei trainieren. Das könnt ihr auch zum Beispiel machen. Also da, wo ihr gezwungen seid zu warten, könnt ihr jetzt zum Beispiel ein paar Kraftsportübungen machen, Dehnübungen und sowas und das halt einfach mit einfach integrieren. Sport einfach im Zusammenhang mit Gesundheit und Rohkost verbinden. Es kommen sehr oft Leute, habe auch letztens einen getroffen, der dann mir erzählt hat, der ist dann auf einmal
plötzlich krank geworden wegen zum Beispiel den Chemtrails. Hat dann gemerkt, dass er dann, weil sie vermehrt sprühen, dass er dann deswegen krank geworden ist. Und sagt mir dann noch im Nebensatz, dass er sehr wenig Sport macht und dann auch seit 12 Jahren regelmäßig Bier trinkt und deswegen halt dann auch die Wampe bekommt. What? Und ich sehe es halt sehr oft, dass dann die Leute solche Ausreden benutzen, wie ja Corona-Impfungen oder Ansteckungen von Corona-Infizierten oder von Impfungen oder weil sie Gift irgendwo rumsprühen, Chemtrails-Chemikalien und deswegen werden sie krank und alles Mögliche. Wie gesagt, Krankheit ist auch einfach nur ein Reinigungsmechanismus von dem Körper, um halt Fremdstoffe auszuschalten, schleimige Gifte, habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Aber es ist halt immer noch keine Ausrede, nicht körperlich fit und aktiv zu sein. Also wenn man zum Beispiel eine Bierwampe bekommt, liegt es jetzt nicht unbedingt an dem Bier, sondern man liegt auch an einem Training. Also man kann sich ja zum Beispiel Videos anschauen von Balletttänzern, von Shaolin-Kämpfern, von Tai-Chi-Kampfkünstlern oder von Athleten zum Beispiel, die haben alle keine Rohkosternährung. Die essen zum Teil auch sehr konventionell oder auch manchmal Cola oder alles Mögliche. Hab mir ein paar Videos angeschaut, die sind aber trotzdem fit. Warum? Weil sie halt stundenlang trainieren und die können auch Sachen machen, die so manch einer Rohköstler überhaupt nicht kann. Kann ich zum Beispiel auch nicht. Das ist halt einfach eine Sache von Übung. Und was ich halt so sehe in der Rohkostszene oder in der Gesundheitsszene, dass man meint, dass man durchs Essen an diese Fitness irgendwie rankommt oder an diese athletischen Fähigkeiten, und das stimmt halt einfach nicht. Wir leben ja nicht vom Essen, sondern mit dem Essen. Und es sind halt diese einen Beweise, dass Athleten, die sich nicht von Rohkost ernähren und konventionell sind, zum Teil levitieren und wirklich atemberaubende akrobatische Künste können. Das ist einfach wirklich ein hartes Training und Körperdisziplin ist. Und da, meiner Meinung nach, es hingehen sollte, auch mit Rohköstlern, weil man sich ja schon leicht fühlt durch die Rohkost, viel mehr Energie hat, dass man seine Zeit auch darin rein investiert, da in diese Akrobatik auch mit reinzugehen, wenn man möchte, weil man einfach auch den Körper in Bewegung haltet, er bleibt fit, er bleibt gesund und man altert auch weniger. Also man sieht ja auch, dass Leute, die jetzt sich gehen lassen, viel essen, überhaupt keinen Sport machen und das ganze Zeug zu sich nehmen, dass die Leute viel schneller altern als Leute, die Sport machen, ist ja bekannt. Was mir auch in sehr vielen Gruppen, zum Beispiel auf Facebook oder Telegram, auffällt, die sich halt bezüglich der Rohkosternährung widmen, dass halt dann die Leute immer noch auf diese Nährstoff- und Mangeltheorie pochen und sich damit beschäftigen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn die Entgiftung zu stark ist, dass man sich dann irgendwas reinhaut, weil sie irgendwie einen Mangel haben und es ihnen schlecht geht für 3 Tage, dann muss man sofort unbedingt was machen, wo man es einfach mal für diese paar Tage mal über sich ergehen lässt, schläft, sich bewegt, frische Luft atmen und so, dann geht das eigentlich von alleine weg. Aber ist ja dann so, wenn die Leute sich dann schlapp fühlen, müde oder sonst irgendwas, dass dann die Leute meinen, sie hätten einen Vitamin D-Mangel, sie hätten einen Vitamin B-Mangel, sie hätten sonst irgendeinen Mangel von Nährstoffen, Mineralien. Und wenn ich dann manchmal so etwas konkreter nachfrage, weil es ja zum Beispiel bei mir nicht der Fall ist und ich war ja die letzten beiden Winter auch hier in Deutschland aktiv in meinem Garten und ich hatte diese Winterdepression jetzt zum Beispiel nicht, obwohl ich nichts supplementiere. Und faszinierend. Ich denke, das fliegt halt einfach bei vielen daran, dass sie zu wenig Sport machen. Weil wozu sollte der Körper Energie bereitstellen, wenn ich sie nicht nutze? Also das heißt, der Körper ist ja effizient, das heißt, er spart Energie. Wenn ich zum Beispiel nur den ganzen Tag faul auf der Couch rumliege, dann merkt man einfach, dass man müde ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und Sport mache, dann werden ja auch bestimmte Hormone ausgestoßen, Cortisol, Adrenalin zum Beispiel, auch beim Sport, die mich halt auch wach halten, die mir auch das Feuer geben, mich zu bewegen. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich während dem Laufen von einem wilden Tier zum Beispiel einfach einschlafe oder bei einer Gefahrensituation. Das heißt, der Körper stellt die zu benötigte Energie her, wenn ich sie auch benötige. Das heißt, wenn ich mich regelmäßig dehne und meine Energiekapazität ausweite, Kraftsport mache und so, dann habe ich einfach mehr Energie und auch Lebensqualität im Alltag. Und da ist halt wirklich ein Problem bei sehr vielen, die halt dann wenig Sport machen oder fast gar keinen Sport machen, dass sie dann da auf irgendwelche Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder sonst irgendwie Antidepressiva zurückgreifen, obwohl sie da einfach sich rausgehen, Sonne schnappen, stößt ja auch Glückshormone mit raus, Sport genauso, dass man das dann eigentlich in die Wege leitet und so das natürlicherweise bekämpfen könnte. Ja. Jetzt noch ein wichtiger Punkt von mir mit der Mischung von der schleimfreien Heilkost und der Rohkost und dem Sport. Klar,
bei der Rohkost und bei der schleimfreien Heilkost ist es halt, am Anfang hat man noch diese starken Entgiftungsphasen, die Abbauphase. Das heißt, da kann es dann sein, man fühlt sich wegen der Entgiftung zeitweise ziemlich schlecht und man kann vielleicht nicht ganz so viel Sport machen, wie man vor der Ernährungsumstellung macht. Keine Sorge, war bei mir am Anfang jahrelang auch so, aber jetzt kann ich immer mehr Sport machen, weil ich über diese Abbauphase hinweg bin und meinen Körper weiter reinige und entgifte. Und da ist halt wichtig, trotz alledem, wenn ihr diese starken Entgiftungsphasen habt oder vielleicht nicht mehr euer ganzes Set schafft beim Fitnessstudio zum Beispiel, dass ihr dann trotzdem halt so weit wie es geht weitermacht, bis er dann eine gewisse Grenze kommt, wo der Körper dann sagt, nee, es geht jetzt nicht mehr, wir haben zu viel Entgiftung oder sonst irgendwas, dass man sich aber trotzdem halt irgendwie körperlich bewegt und vor allem auch Kraftsport macht, damit man dann neue Muskeln aufbaut, damit man vielleicht nicht ganz so dünn ausschaut, wenn man jahrelang Rohkost macht. Das haben ja viele, dass man das halt dann entgegenwirkt und dann in der Gesellschaft auch mehr nicht so wie ein Freak angesehen wird. Und wie gesagt, also einfach darauf achten, was der Körper euch sagt. Macht so viel Sport, wie es geht. Geht spazieren, wenn es nicht anders geht, oder Trampolin springen. Und vor allem am Anfang in der Rohkost halt, macht so viel Sport, bis euer Körper sagt, am Schluss, und steigert das halt auch langsam weiter. Und versucht jeden Tag individuell auf euren Körper zu hören, bezüglich auch des Sportes, aber auch nicht wieder zu faul werden und dann mit dem Sport wieder einem aufhören. Das machen ja sehr viele zum Beispiel mit den Neujahresvorsätzen, dass die Leute am Anfang motiviert sind und dann das aufgeben. Klar, es gibt immer wieder Phasen, wo man nicht so motiviert ist, wo man keine Lust hat, aber man sollte man trotzdem vielleicht mal den eigenen Schweinehund überwinden und da einfach mal hindurchgehen. Nach 10, 20 Minuten im Flow, im Sport, dann vergisst man es wieder und hat man wieder Spaß. Das sind so meine Erfahrungen. In diesem Sinne, Sport ist kein Mord. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Werde ich immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Hilft einfach, dass der Algorithmus auf meine Videos anspringt, die weiter verbreitet werden und der Kanal weiter wächst. Bin auf euch angewiesen. Vielen Dank schon mal dafür. Gerne auch den das Video, wenn es euch gefallen hat, auch Freunden, Bekannten, Familie weiterteilen und schicken. Auch nochmal zusätzliche Unterstützung. Und wenn ihr mich nochmal nebenher unterstützen möchtet, damit ich weiter mein Projekt am Laufen halten kann und für euch auch Videos machen kann, dann findet ihr auch unten in der Videobeschreibung PayPal, Patreon, Bankverbindungen oder auch einige Produkte oder auch meine Coachings, wie zum Beispiel meine Saatgutliste, Fermente, schleimfreie Heilkosten, 22-Tage-Challenge, also so ein Kurs, wie ihr innerhalb von 22 Tagen so eine Einführung in die schleimfreie Heilkost und die Rohkost bekommt. Das gleiche für die Permakultur, in 42-Tage-Challenge oder auch Einzelcoachings oder auch Monatscoachings biete ich für euch an, wenn ihr da Interesse habt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!